Servus, ich bin der Andi und zeige euch heute beim N53 Motor am Kurbelgehäuse, wie ihr die Membrane und den Deckel erneuert. Als erstes müssen wir die 230er Torx Schrauben öffnen und die Sicherung entfernen, damit wir den Motorhaubendeckel entfernen können. Dann gehen wir ein Stück weiter nach oben hin und entfernen diesen Gummi hier. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir weiter zu dieser Sicherung. Die müssen wir dann einmal nach rechts schieben. Also nach rechts schieben ist offen, nach links schieben ist zu. Die entnehmen wir dann auch einmal weg. Und dann können wir die Schraube hier öffnen. Das ist eine 10er Nuss. Die machen wir jetzt auch einmal auf. Um diese zwei Abdeckungen links und rechts dann zu entfernen. Und bei der linken Abdeckung, da ist auch einmal noch eine Torx. Das ist eine 20er Torx. Die müssen wir auch einmal rausschrauben. Und dann können wir schon mal den linken Teil der Abdeckung entfernen. Dazu muss noch diese Ablaufrinne raus. Die ist auch beidseitig, einmal links und rechts. So, die linke ist jetzt schon mal draußen. Jetzt noch die rechte Seite, die Ablaufrinne einmal entfernen und natürlich auch die Abdeckung herausnehmen. Jetzt kommen wir dahin, wo wir vorher nicht hingekommen sind und können die 30er Torx der Motorabdeckung rausschrauben und die Motorabdeckung dann auch rausnehmen. Wir sehen jetzt hier das Kurbelgehäuse im ausgebauten Zustand, aber Achtung, ihr braucht es nicht ausbauen, wir machen das alles am Fahrzeug. Das ist das Kurbelgehäuse von einem Kollegen, der hat als erster eine günstige Membrane erworben im Internet, die ist dann leider nach 2 Wochen wieder gerissen. Dann hat er sich ein neues Kurbelgehäuse gekauft und das Problem dabei ist, das zu tauschen ist ziemlich aufwendig. Da müssen die Injektoren raus und wieder eingebaut werden. Wiederum, das heißt, die müssen neu angelernt werden, also programmiert. Und ich zeige euch jetzt einmal mal die Variante, die zeit- und geldsparend ist. Wir starten jetzt auch gleich mal durch. Wir sehen jetzt hier, der alte Kunststoffdeckel ist schon entfernt worden. Das habe ich damals mit einem Hammer und einem Meißel gemacht. Geht einwandfrei. Und die alte gerissene Membrane wird dann auch herausgenommen. Die können wir entsorgen. Und dann machen wir erstmal die ganze Stelle von Ölresten und Kleberesten sauber. Da habe ich einfach ein Tuch genommen und einen Glasreiniger, das entfettet. Dann können wir auch schon mal die alte Feder wieder benutzen. Ich empfehle Leute, nutzt die alte Feder, die ist original BMW, die hat jetzt 10 Jahre gehalten und die wird auch noch länger halten. Das ist nicht das Problem, sondern die Membrane ist ja gerissen. Einfach dann die alte Feder wieder einlegen und dann kommt auch schon die Membrane. Wichtig! Die Membrane sollte hitzebeständig sein. Das Kurbelgehäuse bekommt an dieser Stelle eine gute Hitze ab. Deshalb nicht wie mein Bekannter Geld sparen, irgendeine günstige Membrane kaufen, weil die reißt euch dann nach spätestens 2 Monaten wieder, also das kann durchaus der Fall sein. Die Membrane ist hitzebeständig und ja, und wie man sieht, wenn man die jetzt auch einlegt, die passt auch, also die wird schön bündig abgelegt an dem Steg des Kurbelgehäuses. Der wird dann einfach nur oben drauf geklipst. Und mit 6 Madenschrauben mit einem Imbus festgezogen. Der Imbus-Schlüssel ist natürlich auch im Paket enthalten. Und dann wird das Ganze drauf geklipst. Normal würde es jetzt schon halten. Aber zusätzlich wird es noch mit den Schrauben abgesichert, dass es auch richtig fest ist. Das wird dann einmal rundum verschraubt, zack, zack, zack. Und ja, das war's dann auch schon. Ja, dann könnt ihr direkt den Motor starten. Wichtig ist, nachdem ihr den Motor gestartet habt, ihr werdet merken, ihr habt wieder volle Leistung, die Drehzahlschwankung ist weg und natürlich auch das Pfeifen. Den Link zum kompletten Set, den findet ihr in der Videobeschreibung. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, haut diese gerne in die Kommentare oder ruft mich auch einfach an oder schreibt mir WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf meiner Profilseite des YouTube-Kanals. Was mich noch freuen würde, wäre, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Dann wünsche ich viel Spaß beim Montieren und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Ciao!